glaube, diejenigen Richtungen, die sich so stark auf den Bauch als Zentrum der Lebensenergie, der Aufmerksamkeit richten, die liegen jetzt einfach falsch, oder? Unter anderem ist auch das Opfer, die sich als Opfer sieht oder die vorzieht, so in einer Spaltung zu bleiben, anstatt wieder zusammenzufinden, zu harmonisieren. Auch eine Anhängerin dieser Hara-Zentriertheit, oder? Hara-Zentrismus. Ich sage nicht, dass es auch notwendig sein kann für gewisse Operationen. Das Zentrum ein bisschen weiter unten nach unten zu verlegen, oder? Wir werden eigentlich so ein bisschen stämmiger, oder? Aber wir sind dann eindeutig auf der Seite des Körpers und die Intelligenz des Geistes entschwindet. Kommunikation wird nicht als Schöpferisches gesehen. Es kommt so mehr zu einer Trägheit, zu einem Verweilen im eigenen Entwicklung kaum. Es ist halt eine falsch verstandene weibliche Kultur, die sesshaft geworden ist, dann weiblich wird die Kultur weiblicher. Im sicheren Rahmen drin. Komplex Schamanismus. Bis Besessenheitsschamanismus, diese Richtungen. Und eben die männliche Energie, die fehlt da halt. Diese Nachweise kann man in allen Richtungen antreffen, des Buddhismus. Ich war auch im Vipassana, Fred von Almen, und wo eben auch das Mitgefühl so betont wird, dass man Mitgefühl üben müsse, oder? Und dann sich mit der ganzen Schöpfung verbinden und dort Mitgefühl hinsenden und so. Das ist halt eine unausgegorene Sache, oder? Wir müssen manchmal auch entschlossen sein und durchgreifen und diese Sachen da, ja. Und dann bauen sich dann die Polaritäten eben auf und es kann dann auch zu einem Überwinden des Schauers kommen. Aber Mitgefühl mit dem Schauer,